Wo ist Eric? Willst du dich mit mir anlegen? Weil er ein Idiot ist. Geh verdammt nochmal aus dem Bild, du Wichser. Wo ist Eric? Scheiß auf Eric. Zieh dir was rein, Mann. Wo ist Eric? Bist du blind? Er befummelt die Kleine beim Kühlschrank. Wo ist Eric? Eric ist in der Küche, Schätzchen. Aber er ist wohl gerade beschäftigt. Wo ist Eric? Hey, willst du was davon? Ist echt guter Stoff, Mann. Eric. Eric! Scheiße, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun, klar? Hau ab! Kümmere dich lieber um deine Frau, du Arschloch! Ich zeig's dir, du schlägst keine Frau. Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich. Und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und dein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar?
Francesca, Eric ist heimgekommen, grün und blau geschlagen. Du wolltest ihm doch nichts tun. Vielleicht hat er eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu, lass uns einfach in Frieden, ja? Lass dich nicht mehr blicken. Fackel die Bude ab! Mach schon! Du Ithaka-Arsch! Mein Haus! Scheiße! Verzeihung. Raus da, verdammt!
Fahrerflucht. Verfolgung aufgenommen. Verstanden. Komm schon, Joe. Wie, du bist nicht zu Hause? Na los! Ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Keine Panik. Ich komme. Ich komme. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Die wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Hey, hier ist Joe. Ja, ich weiß, aber du musst mir helfen. Eine Bande Iren wollte heute Nacht einen Freund umlegen. Haben seine Bude niedergebrannt. Ich will wissen, wer die sind und von wo aus die arbeiten. Hey, du wirst größere Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. Mickey Desmond. Oh, ach so. Das erklärt ja einiges. Wo ist er jetzt? Ja, ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Mann, was sind denn das für Viecher? Das Bett ist nicht schlecht. Oh, die Küche ist ja auch rosa. Also diese Bude sollte man abfackeln. Na los, steig ein.
Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er ist Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill. Er war Desmonds Cousin. Ah, hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihnen übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus ab. Reg dich ab, wir sind gleich da. Scheiße, du brauchst eine Wumme. Hätte ich fast vergessen. Ja, aber gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann wirklich sie halt mit bloßen Händen, ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. Hier ist sie. Bitteschön. Danke.